Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Death Stranding. Ja, im letzten Part mussten wir leider feststellen, dass wir in einer Welt leben müssen, in der Norman Reedus und Mads Mikkelsen Feinde sind. Nein! Warum, Kojima? Aber nein. Selbst wenn Mads Mikkelsen jemanden spielt, der als unsympathisch gewertet werden könnte, auch wenn ich das an der Stelle nicht wirklich beurteilen kann, denn schließlich, naja, der gute Mads, der ist ja jetzt eher so als eine herzensgute Person vorgestellt worden. Das ist das erste Mal, dass er mir als Feind überhaupt vorgestellt wurde. Hi! Langhals aus Horizon Zero Dawn. Ja, wir haben mittlerweile sogar schon ein Hologramm von Horizon Zero Dawn freigeschaltet, nämlich das von Aloy. Also generell, diese Dinger hier überhaupt zu sehen, finde ich unerwartet, aber großartig. Ich meine, wie gesagt, allein aufgrund der Tatsache, dass sich diese Geschichte von Horizon Zero Dawn um krass gut designte Maschinen dreht und eine innovative Welt, die auch noch in sich schlüssig ist, wenn man das Spiel durchgespielt hat, das ist etwas, was Kojima wahrscheinlich sehr an dem Spiel geschätzt hat und deswegen wahrscheinlich so gefragt hat: Ey, wollt ihr in meinem Spiel so ein paar Cameos als Hologrammdaten haben? Guckt euch das an. Da haben die Leute von Horizon Zero Dawn, von dem Entwicklerteam tatsächlich gesagt: Klar, Kojima, nimm das Zeug, nimm alles von unserem Spiel, verarbeite es in deinem Spiel und promote es. Wer weiß, vielleicht wollen uns die Entwickler von Horizon Zero Dawn damit auch so ein bisschen auf den nächsten Horizon Zero Dawn Teil hypen. Wer weiß, ne? Könnte ja sein. Das hier ist ein persönlicher Bunker, das wird nicht der von Mama sein. Hihi. Toll. Das ist nicht dein Ernst, ne? Mitten im GD-Gebiet? Oder im Zeitregengebiet, whatever. Krass. Okay, weitere Cutscene. Wird damit die nächste Episode eingeleitet? Was hat der Scanner jetzt wieder? Ich habe ein ungutes Gefühl. Ist Higgs in der Nähe? Hallo? Ich sehe nur ein paar Drohnen. Ein paar automatische Reparaturbots. Worauf hat der Scanner, beziehungsweise worauf schlägt er jetzt aktuell aus? Creepy. Ein Baby-GD? Keine Angst, Sam. Sie beißt nicht. Schön, dass du hier bist. Hi, Mama. Margaret Qualley. Katharina Lichtblau. Lichtbau. Erklärung bitte? Episode 5, Mama. Holy shit! Was für eine Charaktereinführung! Sie hat Hunger. Was zum... Erzähl mir nicht, du stillst es gerade. Wie auch immer das möglich sein soll. Okay. Ha.
Ist das GD mit ihr verbunden? Sehe ich das gerade richtig, dass die Nabelschnur in ihren Bauch führt? Ich bin verwirrt. Ich kann sie zwar nicht trinken, aber mein Körper produziert die Milch. Das Durchgehen der Bewegungen hilft gegen den Schmerz. Was ist sie? Sie ist meine Tochter. Okay. Und ich ihre Mama. Schon gut. Sie ist nur mit mir verbunden. Sie ist nicht wie andere GDs. Aha. Du kannst es sehen, oder? Du bist verbunden. Wow. Jetzt weißt du, warum ich nicht weg kann. Ha. Krass, dass das geht. Hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Also, wegen der Superzelle. Gibst du uns Erwachsenen mal eine Minute? Danke. Schau mal. Das war die chirale Dichte, als die Superzelle auftauchte. Aber sie normalisierte sich fast augenblicklich wieder. Das heißt, der Sturm verschwand in nicht mal einer Sekunde. Das ist unmöglich. Okay, sehen wir uns doch mal die Aufzeichnungen deiner Handschellen an. Da hört man doch das Kriegsgebiet. Das ist ziemlich verrückt, aber wenigstens bist du es nicht. Ja, toll, ne? Die Protokolldaten stützen deine Geschichte. Gut. Ich schätze mal, du warst gefangen zwischen zwei verschiedenen Raumzeiten. Krass. Zwei verschiedene Raumzeiten. Das HQ analysiert das genauer. Sie können nur auf das Frequenzspektrum zurückgreifen. Aber mit etwas Anstrengung sollten sie herauskriegen, wo du hingeschickt wurdest. Noch eine chirale Spitze. Na super. Hoffentlich nicht wieder mit demselben Ergebnis. Sie weint nachts öfter. Die chirale Dichte steigt in Regionen, die im chiralen Netzwerk sind. Aber die Werte sind viel, viel höher als berechnet. Das ist schlecht, oder? Ja, mehr Verbindungen bedeuten mehr Chiralium. Bridges erkannte das schon früher als Problem, also habe ich in den Cupids Begrenzer eingebaut, um das chirale Niveau zu bremsen. Hm. Aber dein Begrenzer scheint fehlerhaft zu sein. Na toll. Die Superzelle und das zeitliche Phänomen, das du erlebt hast, könnten damit zu tun haben. Das heißt, es könnte weitere zeitliche Phänomene geben, wenn ich das Netzwerk weiter ausbaue? Vielleicht. Super. Tolle Aussichten. Oder noch schlimmer. Wir lösen einen gestrandeten Tod aus. Oh fuck. Noch eine Lösung. Noch einen, oder was? Natürlich habe ich eine Lösung. Und zwar hier drüben. Ah, shit. Neuer Cupid. Wir müssen nur einen Begrenzer in diesen neuen Cupid von mir einbauen. Ich dachte, ich baue dir einen, wenn du schon vorbeikommst. Danke. Super. Krise abgewendet. Nein, Krise nicht abgewendet. Wir müssen die Software an die neue Hardware anpassen. Na dann leg los. Ja, das kann ich nicht. Ich habe die Hardware entworfen, aber die Software stammt von jemand anderem. Okay, wo finden wir ihn? Sie. Ihr Name ist Lochner. Sie war Mitglied von Bridges 1. Du musst nach Mountain North City gehen. Okay, ich muss sowieso einen Cupid dorthin bringen. Oh, gut. Sehr gut. Schon wieder. Ich weiß nicht, was sie in letzter Zeit hat. Sie hat solche Angst. Sieh nur. Wow. Vielleicht will die andere Seite zurück. Okay. Was ist das? Oder aber vielleicht will sie zurück. So kann es nicht weiter. Willst du mir erzählen, was passiert ist?
Sie sollte kommen. Ich wartete im Krankenhaus auf den Kaiserschnitt. Dann schlugen die Terroristen zu. Oh. Ich war unter den Trümmern eingeklemmt. Ich konnte einfach nur warten. Fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Aber es kam niemand. Wenigstens hatte ich Luft und Wasser. Oh, Mann. Ich weiß nicht, wie viele Tage vergingen. Das Wasser ging aus und die Kälte kam. In den Trümmern kam sie zur Welt. Aber anstelle von Leben brachte ich den Tod auf die Welt. Alles gut. Als der Zeitregen aufhörte, begann meine Kleine zu schreien. Sie schrie und schrie und schrie. Ihr Leben war der Preis, den ich für mein Überleben zahlte. Sie hat mich gerettet. Heftig. Seitdem waren wir nie getrennt. Aber sie ist ein Gedeh. Was sie an diesen Ort bindet, bindet auch mich. Ich bin praktisch nie wirklich entlassen worden. Und das ist okay für dich? Zu wissen, dass sie tot ist. Willst du dein Leben im Schatten der Toten verbringen? Komm. Das sagst gerade du. Dir sind die Toten lieber als die Lebenden. Sonst wärst du doch nicht hier. Mir fällt gerade ein, Deadman sagte, Wiederkehrer hätten besonderes Blut. Darf ich eine Probe nehmen? Ja, klar. Saug mich leer. Im Schlaf zapft sie mir sowieso Blut ab. Sie ist kalt, oder? Nicht bewegen. So, fertig. Ich will etwas testen. Mama, bist du... Tut mir leid, Sam. Würdest du uns jetzt wohl allein lassen? Ja. Ich muss wieder an die Arbeit. Sam? Hey, vergiss mein Gerede von den chiralen Spitzen. Wir müssen zuerst die Welt wieder verbinden. Vielleicht verschlimmern wir die Lage. Vielleicht nicht. Aber es gibt keinen Plan B. Viel Glück, Sam. Wow. Sam, das Lieferterminal draußen funktioniert noch. Los, schließ es bitte an. Dort gebe ich dir weitere Anweisungen.
Okay, Chef. Boah, das war jetzt harter Tobak. Was für eine Einführung für einen Charakter namens Mama. Hätte ich nie erwartet. Sam, dein nächstes Ziel ist es, Mountain Knot City ins Netzwerk einzugliedern. Zu einem Verteilerzentrum nördlich der Stadt. Ab dort wird es schwierig. Du musst einen Umweg um die Berge herum machen. Willst du immer noch, dass ich auf dem Weg diesen Qubit verwende? Die Software wurde noch nicht überschrieben. Ist okay. Wenn dein Qubit funktioniert und du Mountain Knot City anbindest, sollte das Update eingespielt werden und die Verbindung stabilisieren. Sollte. Noch ein Grund, schnellstens dorthin zu kommen. Aber erstmal muss dein aktueller Qubit reichen. Mhm. Aha. Was von Amelie gehört? Nichts. Hoffen wir einfach, dass es ihr gut geht. Und machen wir weiter. Das würde sie von uns erwarten. Wie dem auch sei, schau beim südlichen Verteilerzentrum von Lake Knot City vorbei, bevor du aufbrichst. Viel Glück da draußen. Übrigens, Sam, ich habe deinem TCK den Seilrutschenbauplan hinzugefügt. Der könnte nützlich sein. Für den Aufbau benötigst du 2 Verankerungen. Warum solltest du Fracht über Flüsse und steile Hänge tragen, wenn du sie einfach durch die Luft schicken kannst? Oder, wenn du sie ausprobieren willst, kannst du die Verankerungen vor meinem Labor nutzen. Viel Spaß! Aha. Die gute Nachricht lautet, Fragile hat Zeit und würde dir helfen. Suche einen privaten Raum auf, um dich von Fragile schicken zu lassen. South North City scheint am nächsten zu liegen. Geht natürlich deutlich schneller als zu laufen. Allerdings kannst du dabei keine Fracht mitführen. Das Deine ist klar. Entscheidung. Behalte die Option einfach im Hinterkopf. Bergungsanfrage von der Superzelle mitgerissene Ressourcen. Tja, tja, tja. Aufträge für Sam. Sammeln vertraute seltene mineralische Strukturen. Sollen an South North City weitergeleitet werden. Kann ich gerne übernehmen, warum nicht? Habe ich erwähnt, dass dein TCK jetzt eine Seilrutschenoption hat? Hat er nämlich. Setze Verankerungen und verbinde sie mit einem Seil und schon reist du in Rekordzeit von A nach B. Probier's mal aus. Platziert eine Verankerung. 2 dieser Verankerungen können zu einer Seilrutsche verbunden werden, die schnelle Reisen von einem zum anderen Ende ermöglicht. Seilrutschenverankerungen der Stufe 1 können in bis zu 300 Meter Entfernung voneinander platziert werden. Seilrutschen können sehr nützlich sein, um schnell Steilhänge oder felsiges Gelände zu überqueren. Fahrzeuge und Lastenschweber können keine Seilrutschen benutzen. Das ist klar. Also würde mir nur dann etwas nützen, wenn ich tatsächlich ohne Fahrzeuge Fracht liefern würde. Was für mich mittlerweile kaum noch denkbar ist, aber zugegeben an so Orte, wo ich jetzt beispielsweise keine Fahrzeuge hin mitnehmen könnte, wie zum Beispiel zum Windkraftwerk im allerersten Gebiet oder zum alten in diesem Gebiet. Da wäre so etwas bestimmt sehr nützlich. Alles klar. Gut zu wissen, dass wir diese Option jetzt auch haben. Auftrag zugewiesen. So. Ich öffne nochmal das Frachtmenü, was ich auf jeden Fall erst einmal wegpacken würde, sind die Mühlstiefel, die spezielle Legierung, das Kraftskelett und die beiden TCKs. Die können ruhig erstmal in den Wagen rein. Das Sturmgewehr... Das kann ich auch aufs Fahrzeug packen, das brauche ich so nicht. Was ich dann schon eher an meine Werkzeughalterung packen würde, wäre so etwas wie die Anti-GD-Handfeuerwaffe. Das zum Beispiel. So. Sieht gut aus. Na dann.
Erst einmal hierhin eine neue Markierung. Ja, danach muss ich sowieso noch einmal hierhin zurück. Und nach South North City zurückkehren. Wo ich mich dann wahrscheinlich von Fragile teleportieren lassen sollte. Ich muss es scheinbar nicht, aber ich kann es tun. Und ich werde es auch tun, da ich das Gefühl habe, auf diese Art und Weise könnten wir eine Cutscene auslösen. Oder eine einzigartige Interaktion. Eins von beiden. Ja. Die Richtung ist schon besser. Gut. Eieieiei, da haben wir jetzt eine krasse Backstory erfahren. Oh, chirale Kristalle und das nicht zu knapp. Da kann ich natürlich nicht widerstehen. Starker Zeitregen. Oh. Starker Zeitregen setzt Frachtbehältern schneller als normaler und erhöht das Risiko von Schäden weiter. Auch Gegenstände. Moment. Auch Gegenstände außerhalb der Behälter verfallen. Weiche ihm aus, falls möglich. Eieiei. Also mit anderen Worten, das hier ist zwar Regen, der vielleicht keine GDs beinhaltet, jetzt zumindest noch nicht, aber dafür beschädigt er meine Fracht umso stärker. Was ist das hier überhaupt? Das muss ich mir ganz kurz angucken. Was ist das? Wow, wow, wow! Alter! Das ist eine Seilrutsche? Okay. Holy moly! Das ist so eine Verankerung. Okay. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass das Ding so aussieht. Hätte ich nie vermutet. Krass. Ich wende das Fahrzeug schon mal. Ich merke schon, dass ich hier mit dem Wagen nicht wirklich weiterkommen werde. Na dann. Aber ich sehe dort hinten eine Leiter. Und ja, das stimmt. Hier drüben. Das ist eine tolle Aussicht. Hier scheint der Regen etwas geringer zu sein. Dieser Wasserfall ist auf jeden Fall nice. Schön vorsichtig. Und mit den Seilen runter. Ganz vorsichtig. Okay, da haben wir schon einmal einiges an Behältern. Oh, oh, vorsichtig. Ich möchte kein Risiko hier eingehen. Gerade noch so rüber geschafft. So, Leiter schön packen. Ganz langsam runter. Die Leiter ist zwar so ein kleines bisschen ins Nichts gebaut, also sie führt nirgendwo wirklich hin. Es sei denn, man kommt von dort. Danke für die Hilfe. Aber nichtsdestotrotz hat sie mir geholfen. Deswegen verdient sie auch ordentlich Likes. Danke für die Hilfe. So. Schön vorsichtig. Da ist schon mal eine weitere Kletterverankerung. Perfekt. Heute ist ein guter Tag. Die wird auch geliked. Danke für die Hilfe. Das ist für dich. Danke für die Hilfe. Das ist für dich. Und erst einmal wieder runter. Ganz vorsichtig. Puh. Manchmal fühlt man sich schon so ein bisschen, als würde man einen Mount Everest besteigen. Auch wenn das nicht mal annähernd die richtige
damit vergleichbare Höhe hat. Nicht mal annähernd. Aber dennoch, es ist eben nur das Gefühl. So. Ja, ich sehe schon. Wir haben hier einiges. Na komm, nimm das, Sam. So, jetzt muss ich aufpassen, dass meine Ausdauer und mein Durchhaltevermögen nicht zu sehr in Mitleidenschaft gezogen werden. Genau, zwischendurch einmal stillstehen. Ja, komm. Zum Vorbeigehen kann ich den Schildern durchaus noch Likes geben. So gut es geht. Hier ist Sam! Hey, also auch schnell. Okay. Oh, oh. Meine Stiefel sind auch kurz davor, den Geist aufzugeben, aber ich habe sowieso noch Ersatz dabei. Ja, ich weiß, dass das Stressniveau von dem Kleinen steigt. Es tut mir leid. Aber bei dieser Quest scheint es nicht wirklich möglich zu sein, dass man mit der Kapsel überhalb des Wassers bleibt. Wäre gut, wenn es ginge. So. Och nee, hier fängt auch noch Zeitregen an. Das gibt's nicht. Hier kommen gleich auch noch GDs. In diesem kleinen Gebiet, wo ich noch die Fracht bergen muss. Das kann ich beim besten Willen jetzt nicht gebrauchen. Schön hoch mit dir, Sam. Nein. Guter Junge. Ein Speicherchip. Nice. Nehme ich gerne mit. Das heißt mal wieder weitere Tagebucheinträge. Läuft. So, da unten sind noch ein paar chirale Kristalle. Oh, Schuhe zerschellt. Oh, oh. Was habe ich an meiner Stiefelklammer dran? Bridges Stiefel Stufe 2. Ja, damit. So. Hm. 2 CG nur. Hm. Sah aber noch mehr aus. Hier wäre es gut, eine Seilrutsche zu haben. Aber wenigstens wurden über den Fluss verteilt die Stellen markiert, die zumindest noch einigermaßen oberflächlich sind. An denen kann man sich so ein kleines bisschen orientieren, wo man lang gehen sollte. Immer noch besser als gar nichts. Denn wenn ich viel zu viel unter Wasser tauche, gehe ich stark davon aus, steigt das Risiko, dass ich von der Strömung mitgerissen werde. Und das möchte ich beim besten Willen nicht haben. Na, immerhin hat der Zeitregen aufgehört. Gucken wir uns doch wenigstens den schönen Wasserfall an, während wir aufs andere Ufer warten. Wunderschön. Sam hat gerade nicht den Luxus, sich das angucken und genießen zu können. Aber naja.
Da oben scheint auch noch irgendein weit. Oh nein! Fuck! Och nein! Ach, come on! Aufstehen, ja? Genau. Erstmal aufstehen. Schnell entgegenlaufen. Ach komm! Das ist doch das ist doch rattig. Ich muss irgendwo an eine Stelle gelangen, wo ich zumindest wieder stehen kann und das wieder einsammeln kann. Komm schon. Komm schon. Da muss es hier doch etwas geben. Oh Leute. Ich glaube, das Spiel will mir gerade weismachen, meine Kraft ist verloren. Vergiss es. Soll ich hier einfach auf meine Fracht warten? Wäre auch eine Möglichkeit. Dann machen wir es eben so. Ich warte hier ganz kurz. Was ist jetzt passiert? Das sah gerade so aus, als hätte ich irgendeinen Behälter fallen gelassen. Habe ich das? Wehe, wenn ja. Komm schon. Bam, 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 bam. So. Alles wieder beschafft. So muss es aussehen. Jetzt erstmal ganz locker flockig aufs Ufer zurück. So. Und von hier aus kann man wieder arbeiten. Ah, das habe ich wahrscheinlich gemacht. Ich habe eine Anti-GD-Handfeuerwaffe von meinem Rücken ausgerüstet. Oder? Oder habe sie zumindest von meinem Rücken genommen? Ja, doch, das war sie. Genau. Alles klar. Gut zu wissen. Naja, hier nützt mir das Seil eher weniger was. In die Richtung nützt es einem eher was. Danke für die Hilfe. Ist an sich eine nette Idee, wenn man in den Fluss verloren gehen sollte. Das ist für dich. Danke für die Hilfe. Ob es funktioniert, kann ich natürlich nicht sagen. Ich habe das so nie ausprobiert mit der Kletterverankerung. Aber es ist ein interessanter Gedanke. Alles klar. So. Hey! Was? Danke für die Hilfe. Ja, toll. Und während ich die Leiter beklettere, kann ich keine weiteren Likes vergeben. Das ist doch auch ein bisschen schade. Okay, wo ist hier die nächste Kletterverankerung oder die nächste Leiter? Hier waren doch vorher welche. Aha! Wusste ich's doch. Eieiei. Das sind eben so Sachen, mit denen man überhaupt nicht rechnet. Wie zum Beispiel, dass man in dem Fluss plötzlich das Gleichgewicht verliert und seine Fracht verliert und dann muss man ihr hinterher schwimmen. Das sind so spannende Situationen, mit denen man nicht rechnet, aber die halten das Spiel spannend und abwechslungsreich. Finde ich super. Man denkt, das Spiel ist wirklich nur ein ziemlicher DHL- oder Laufsimulator, aber je länger man es spielt, desto mehr desto mehr Gameplay-Möglichkeiten bieten sich einem. Ja, ich muss auf jeden Fall erstmal zu meinem Truck zurück. Ne, die ganzen neuen Kleinigkeiten, die man freischaltet, die einem das Liefern dann erleichtern. Die Fahrzeuge, die Seilrutschen, die Bunker,
die man bauen kann. Alles großartige Ideen, die man nach und nach wieder freischaltet, dadurch, dass man das chirale Netzwerk erweitert. Vom Grundgedanken her auf jeden Fall nicht schlecht. Dass das Spiel eben interessanter wird, je länger man es spielt. Könnte natürlich aber auch sehr viele Leute abschrecken, die nicht so geduldig sind. Und das kann ich den Leuten in keinster Weise übel nehmen, wirklich nicht. Aber naja. Machen wir erst einmal weiter. Wir haben die Fracht zurück. Soll heißen, wir fahren jetzt erstmal wieder zurück. Die Frage ist nur, wie es von der Zeit jetzt gerade aussieht. Ich fürchte, so langsam aber sicher müsste ich theoretisch den Part beenden. Wow, alter Sam! Wer hat gesagt... Chill doch mal dein Leben. Das hast du sonst auch nicht gemacht, dich einfach so rausgeschmissen. Himmel. Also wenn ich jetzt gerade den Truck nicht dabei hätte, würde ich definitiv diese Seilrutsche ausprobieren. Die sieht super aus und natürlich auch gleichzeitig super spaßig. Okay. Oh, 125, nice. Ah, die ist von Mama. Ja, guckste. Okay. Hier ist auch nochmal ein persönlicher Bunker gebaut worden. Super Sache. Erst einmal nach South North City zurückkehren. Ist ja zum Glück nur ein Katzensprung. Ich denke mal, das wird noch im Zeitlimit drin sein. Ah. Diesen Anblick werde ich, glaube ich... Ich glaube, der wird für mich nie langweilig werden. Langhälse generell, Horizon... Da frage ich mich natürlich auch weiterhin, gibt es noch weitere Franchises, die hier noch einmal eine Anspielung bekommen haben? Weitere kleine Roboter-Szenarien aus anderen Spielen, deren Modelle hier noch einmal Verwendung gefunden haben? Wäre ja nicht schlecht, ne? So, angefordertes Liefern, bitteschön. Hat hoffentlich nicht allzu viel Schaden genommen. Eine Lieferung? Klasse. Über sowas freut man sich doch immer. Wow. Wie frisch gedruckt oder so. Sieben Prozent, ja. Wahrscheinlich durch den Zeitregen, aber reicht. Chemikalien können jetzt in allen den UCA zugehörigen Einrichtungen verwendet werden. Ah, die Menge an Material, das in South North City verwendet werden kann, wurde erhöht. Eine neue Komponente, interessant. Und wir bekommen für unsere 3-Sterne-Verbindungsstufe den 3-Wheeler Defensiv. Und die Handfeuerwaffe Stufe 2. Oi. Mithilfe des chiralen Netzwerks haben wir Daten von Experimenten wiederhergestellt, die uns im Bereich der Forschung und Entwicklung voranbringen sollten. Wir haben sogar schon einen Durchbruch erzielt, der in unseren Waffenprogrammen praktische Anwendung finden kann. Blutkugeln, Anti-GD-Munition, die sich die einzigartigen Eigenschaften deines Blutes zunutze macht. Behalte aber im Hinterkopf, dass jeder Schuss, den du abfeuerst, eine kleine Menge deines eigenen Blutes verbraucht. Jo. Abhängig von der Situation bringt ein Wechsel zurück zu konventioneller Munition vielleicht mehr. Weitere Informationen findest du auf der Liste herstellbarer Ausrüstung. Soll heißen, immer schön viele Blutbeutel dabei haben, wenn ich das öfter benutzen möchte. Alles klar. Boah.
Ordentlich Ressourcen, 4. Stern sogar noch, nice. Truck defensiv freigeschaltet, Owen Southwick als Hologrammdaten freigeschaltet. Anzahl der gleichzeitig einsetzbaren Bots ist von 1 auf 2 gestiegen. Nice. Ein oder mehrere Bots haben Lieferungen abgeschlossen und sind wieder verfügbar. Ah, für... Eieiei, das hat einiges an Frachtschaden genommen. Oh. Ja, für Bots kann ich leider keine guten Bewertungen erwarten. Aber immerhin haben wir fast den 2. Stern bei der Dame erreicht. Das ist doch schon mal was. Du bist hier stets willkommen, Sam. Danke. Für einen Helden finden wir immer Zeit. Dankeschön. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Nein, danke. Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Erstmal werde ich mich in meinem Raum aussuchen, aber falls dort direkt eine Cutscene mit Fragile starten sollte, will ich lieber vorerst den Part an dieser Stelle beenden. Bitte, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr das schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!